Servus, da sind wir wieder und es wird Zeit, die Siegesstraße für uns abzuschließen. Denn dann kann ich mit den eigentlichen Sachen anfangen. Ich bin auch blöd. Mit den Sachen endlich anfangen. Damit meine ich natürlich Training! Und je nachdem, wie lange das Training braucht, könnte es sogar sein, dass ich an den Sonntagsplan für nächste Woche etwas anderes stellen muss. Ah, leider haben wir schon einen Donphan, also dürfen wir dich nicht fangen. Tschüss. Servus, ich habe auf dieser Etage schon alles gefangen, was es hier zu fangen gibt. Von daher, wo ist es? Da, ich bin die ganze Zeit dran vorbei. Ja, ich freue mich schon darauf, dass wir das gleich zweimal machen dürfen. Wobei, müssen wir gar nicht. Wait a minute. Ja, passt schon. So. Damit haben wir das. So, die Frage ist, wollen wir erst die TM haben oder wollen wir erst das letzte Item hier haben? Und ich glaube... Aha. So, ich glaube nämlich, das Item war das obere. Man kann leider nur immer eins holen. Verwurzler. Da gucke ich noch nicht mal nach. Ingrain ist Verwurzler. Komm, kämpfen wir einfach. Haha. Also das hat eine verringerte Trefferchance und das macht weniger Schaden, aber es wird immer noch mehr als genug sein. Juhu! Wobei, war das? Das war so, ne? Bei Sonntag hat, glaube ich, Donner eine verringerte Trefferchance. Cool, Noctum. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Zumindest sagt mir das Sprite so wirklich gar nichts. Wir werden ja sehen. Ja, gut. Ja, gut. Vielleicht Vorführeffekt. The Sunlight is drunk. Oh, wie gerne würde ich das machen und dann eine sehr effektive. Dann sehr effektiv wäre das ja. Aber nicht in dieser Gen. Ah, Moment. Moment, es juckt mich gerade am Bein. Okay, wir haben ja heute eh ein bisschen Zeit. Das heißt, ich kann mir Zeit lassen. Versuchen wir es nochmal. Wow. Hat das echt überlebt. Dieser Schaden ist... Ja gut. Ich wollte gerade sagen, das Sonnenlicht hört ja gleich zum Glück auf, aber nein, wird es nicht. Wow! Silhouette! Ich glaube, wir haben unser Gespräch letztes Mal noch nicht tiefgründig genug geführt. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich habe gerade ein verdammtes Déjà-vu. Du weißt schon, dass du paralysiert bist, liebes Granbull, oder? What the fuck? Ich hab doch Full Restore da. Ah.
Alter! Was ist das? Wenn ich jetzt schon wieder paralysiert bin, ne? Boah! Alter! What the fuck? Das Pokémon, Moemon, war diesen Aufwand nicht wert. Cool, kann ich direkt draufbleiben auf Matschbombe. Sorry, ich war kurz abgelenkt von dem, was ich da gerade im Stream im Hintergrund gesehen habe. Das war sehr merkwürdig. Echt jetzt? Echt jetzt? Das bisschen fehlt mir für ein Level-Up. Ach, come on. Ach, come on. Dazu sage ich jetzt mal nichts. 55% Chance, glaube ich, dass das Ding überhaupt trifft. Nein. Nein, nein, nein. Verdammt. Das Ding hat Flashfire. Ja, gut. Ich sag dazu nichts. Ich werde einfach nichts dazu sagen. Nichts. Gar nichts. Aber wisst ihr was? Wo ist er denn? Wo ist er? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht benutzt. Nein! Gott! Wunderbar, boah, seht euch die Werte an. Wundervoll. Außer die Defensivwerte, die sind grottig. Ja, der Rest läuft doch. Der Rest läuft doch ziemlich gut. Entschuldigung. Verdammt! Verdammt! Hm.
Nerv. Wehe. Geht das? Wunderbar. Unnötiger Schaden ist unnötig. Wehe, Hail. Ach Gott. Was? Boah. Zum Glück habe ich so viel Zeit eingeplant hier, ne? Boah, es sind schon fast 10 Minuten, glaube ich, rum und wir sind noch immer in diesem ersten Raum, ey. Boah. Meine Fresse. Zum Glück habe ich so viel Freshwater, direkt alles raushauen. Oh, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesehen, wie es aussieht, wenn wir Heal heilen, oder? Wo landet das Item? Ah, doch, an ihrer Schwanzspitze, warum auch immer. So. Lass mich vorbei. Dann gehen wir nochmal zurück und verschieben den einen Stein hier. Ein Sonderbonbon. Money. Mit anderen Worten, Money. Andere sehen ein Level Up, ich sehe Money. Freie Sonderbonbons sind verboten. Gab's hier nicht noch einen Trainer? Mal gucken, was uns hier entgegenkommt, hä? Wisst ihr was? Allein schon für die EP nehme ich es mit. Oh, Heal ist schon Level 50. Oh, habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist mir nicht aufgefallen. Aber gut, gut. Es gibt hier ein paar schöne Moemon, mit denen ich später trainieren könnte. Wunderbar. Wunderbar. Wen nehmen wir als nächstes? Nehmen wir mal Chica. Chica wird eh, glaube ich, am härtesten zu trainieren sein. Zack. Enton gibt's hier. Ja gut. Ich sage jetzt schon, das Training wird mich so auslaugen, es wird so viel Zeit in Anspruch nehmen. Grotexo auch nicht schlecht an sich eigentlich. Der finale Test für Trainer, ne? Oh! Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Nicht so doll. Okay, ich habe mit Protect jetzt gerechnet. Oh! Oh! Ember. Protect. Natürlich, jetzt macht es kein Protect. Protect. Was? Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. What is that? What the fuck? Mach es weg. Okay. Easy level up. Okay,
ich sollte jetzt doch langsam mal wieder einen Schutz benutzen. Ich glaube, Weberak gab es auf der anderen Etage auch schon. Randomizer, please. So, So. Metro fucking Gnome als TM. Metro fucking Gnome. Wo ist der Stein? Muss ich den Stein... Musste ich den Stein runterwerfen? Ich musste... Ja, ja, stimmt. Ich musste den runterwerfen. Ja, Gott, bin ich dämlich. Ich musste den Stein runterwerfen von der Etage über uns. Ja, 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 ich erinnere mich. Ein Rhydon. Da habe ich leider überhaupt nicht den richtigen vorne drin. Solly! Surprise, motherfucker! What? Okay, Leute, wir haben ein gewaltiges Problem. Wir haben ein gewaltiges Problem. Bitte sag mir, ich habe noch irgendetwas. Ich habe nichts. Wir haben ein gewaltiges Problem. Bitte. Okay, es benutzt Bodycheck. Bitte. Hab Gnade! Arceus! Ich huldige dir! Dieser nicht vorhandene Schaden. Ja, super, wir senken jetzt gegenseitig unsere Speed, oder was? Eieiei, das kann ja werden. Alter, okay. Okay, okay, gut. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das war gar nicht so schlecht. Das war... Oh Gott, diese Panik. Diese Panikreaktion. Ich wollte schon sagen, RIP Sparkle, kurz vor der Top 4. Was nicht so schlimm gewesen wäre, weil direkt vor der Top 4 dürfen wir die wieder ins Team nehmen. Aber, boah, wow. Ganz kurze Panikreaktion. Ich wette, Sparkle ist auch voll eingeschwitzt. Hat sich auch fast in die Hose gemacht. Das ist eine Begegnung. Wir haben so tolle TMs, liebe Leute. Ich meine, seht es euch doch mal an. Seht euch doch mal an, was wir für TMs hier schon gefunden haben. Wir haben unter anderem... Hier, pass auf. Wir haben das hier. Wir haben eine 55% Chance, den Gegner zu verwirren. Juhu! Wir haben noch... Was haben wir noch gefunden? Ingrain. Wo ist Ingrain? Ja, hier. Metronom. Eine zufällige Attacke. Oder hier. Ingrain. Wo ist es? Ist ohne Witz. Wo ist Ingrain? Ah, Moment. Das war TM2, ne? Schneller. Da. Ingrain. Wir haben eine Selbstheil-Attacke. Wir haben eine Attacke, die random irgendeine andere Attacke auswählt. Und dann haben wir noch, was haben wir jetzt gerade? Supersonic. Wir haben eine Attacke, die eine 55% Chance hat, den Gegner zu verwirren. Was bei meinem Glück nie funktionieren wird. Ah, ein
Infernotor. Was auch Protect konnte, jetzt erinnere ich mich. Vergiss es. Aua. Aua. Ich wusste, es wird wehtun, aber so sehr. Wiped out. Okay. Dann heilen wir nochmal eben. Sparkle. So, da ist ein Steinchen. Da ist auch ein Steinchen. Das Steinchen musste, soweit ich mich erinnere, nach links. Von daher... What? What? Das ist ja ein wenig extrem. Zum Glück ist die Spezialverteidigung eigentlich scheiße, aber... Okay, gut. Okay, gut, nehme ich. Ist kein Problem. Eigentlich will ich austauschen, aber... Moment mal, ich muss mir hier mein Headset abnehmen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, weil die Aufnahme von Moemon immer recht laut ist. Ich bleib direkt drin. Kann ich auch drin bleiben in der Theorie. Zum Glück haben sie das in den darauffolgenden Gens geändert, dass das nicht mehr in derselben Runde, in denen es aktiviert wird, wenn es am Ende der Runde ist, Schaden verursacht. Wieso bin ich hier? Ja, super. Aber immerhin keinen Sandsturmschaden mehr. Immerhin das. So, was machen wir mal? Earthquake. Au. Oh, ich darf wieder. Oh, cool. Danke. Oh, ich darf wieder. Oh, ich darf wieder.
Oh, ich darf wieder. Oh, das wird wehtun. Wir mussten ja noch einen Verlust erleiden, kurz vor der Pokémon-Liga, hä? Es musste ja so kommen. Naja, sobald wir das Pokémon Center erreichen, dürfen wir Xolli sowieso wieder benutzen, aber... Welches Level ist es? 49. Es hätte nach dem Kampf... Ach, es hätte kein Level-Up gehabt. Also sie, besser gesagt. Ach, Gott, ey. Mein Max Repair noch aktiv? Ich glaube ja. So, der Stein muss da rein. Na, genau. TM50 Secret Power. Das ist sogar ein ansatzweise nützlicher Move. Ja, mach noch langsamer. Wer könnte es denn lernen? Heal nur. Was war TM50 denn eigentlich original? War ich noch ein Trainer? Ich war kein Trainer. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass es hier noch einen Trainer gegeben haben muss, aber egal. So, und eigentlich wäre hier Lavados in der ersten Gen gewesen, ist es aber nicht. Guardsback. Was ist Guardsback? An item that prevents stat reduction among Mega Block. Okay. Repel is off. Oh Gott, das war ganz unten, ne? Wisst ihr was? So, hallo lieber Pokémon Maniac. Lass mich dir mein Fafnir zeigen. Bedroher. Das dürfte es aber trotzdem one-hitten. Na gut, Quick Attack. Gut. Hi, Garados. Ha! Ha! Was, ich habe gerade nicht aufgepasst. Was hat es gemacht? Warte mal, es hat mich angegriffen, es...
Hat das Schnarchnase? War das Schnarchnase? Ja, senkt meinen Angriff doch noch weiter, aber das dürfte trotzdem... Oh. Hab ich die falsche Taste gedrückt? I did. Lass mich raten, Verwirrung? Called it, nailed it. Ich spiel Lotto nächste Woche. Ich sollte vielleicht wirklich mal anfangen mit Lotto spielen. Wobei, das wäre ja dann was Gutes in meinem Leben. Da funktioniert diese Kraft, glaube ich, nicht. Oh Gott, wenn ich im Lotto gewinnen würde. Oh Gott, es gäbe so viele Dinge, die ich machen wollen würde. Oh Gott, womit würde ich anfangen? Ich glaube, ich würde erstmal irgendwo ein Haus bauen lassen für mich und meine Freunde. Alle sollen da einziehen. Mit einem riesigen Spielekeller. Was noch? Aber das wäre nicht das Wichtigste. Ich glaube, das Wichtigste ist, ich würde das mal... Okay, wisst ihr was? Vergesst das Haus erstmal. Zunächst einmal werde ich alles in die Produktion meines eigenen Spiels setzen. Story und so weiter. Habe ich? Ich bräuchte eigentlich nur ein Team, was das alles umsetzen kann. Also was heißt nur? Das heißt nur, ich bräuchte einen Game Designer, ich bräuchte einen Grafiker. Ich bräuchte mehrere Grafiker, ich bräuchte... Also nicht Grafiker, Programmierer. Ich bräuchte jemanden für die Musik, ich bräuchte einen Personalmanager. Weil so ein Team muss ja unter Kontrolle gehalten werden. Ich bräuchte so viel und das kostet alles so unglaublich viel Geld. Ja, ich glaube, ich würde meine Ressourcen eher in die Produktion meines eigenen Spiels setzen. Das Problem ist, ich kann halt wirklich nur... Das Einzige, was ich beitragen kann, ist Story- und Gameplay-Ideen. Ich habe keine Ahnung von Programmierung in irgendeiner Art und Weise. Wo führst du nochmal hin? Hi. Ja. Ich glaube, ich würde das meiste in die Produktion meines Spiels setzen. Ja. Nerv nicht. Okay, aber was würde ich noch machen? Halt, das Haus würde ich machen wollen, auf jeden Fall. Oh, Scarabon sieht auch cool aus. Oder wenn ich ein Haus bauen lassen, dann würde ich mir halt eins mieten, irgendeine Villa oder so. Oder was heißt mieten? Ich kauf's mir einfach. Und dann wird da schön alle zusammen gewohnt. Jeden Tag wird gezockt. Das wird einfach nur eine riesige Zockerorgie. Jeden Tag. Holy shit. Was ich alles mit Geld machen würde, ne? Holy shit. Natürlich überlebt es das gerade so. Hat da auch mal Viecher, die nicht so unglaublich hohe Verteidigungswerte haben? Oh Gott. Togetic's Wish came true. Schön für ihn. Oh Gott. Ich sollte gleich heilen, damit ich nicht aus Versehen noch einen Crit riskiere oder so. Ja, heilen ist eine gute Idee. Nein, Limonade. Ach du Schande.
Nein! Da habe ich vergessen, dass er gleich noch ein paar Viecher hat und mein Speed ist schon um 2 gesenkt. Oh, what? Naja, es ist jetzt auf jeden Fall down um 3 gesenkt. Oh, es hat... Sie hat keine mehr? Entschuldigung, das war ihr letztes? Ich dachte, sie hätte noch ein paar. Na gut. Attack. Oh. Ich war auf dem richtigen Mohnmond sogar. Ich habe gerade kurz gedacht, ich bin auf Xolli und Xolli wird gerade durch ein Tafelwasser wiederbelebt. Ich war kurz so. What the fuck? An euch beide hier erinnere ich mich gar nicht. Wie schaut's aus bei Fafnir mit Level Up technisch? Ja. Ba-da-da-ba-ba-ba-ba-da. 5 Stück. Wann lernt die Welt eigentlich endlich Erdbeben? Also so ein Erdbeben würde ihm schon sehr, sehr gut tun. Also ihr besser gesagt. Oh Gott, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh Gott sei Dank. Are you fucking shitting me? Oh Gott. Alter, das war eine bessere Roll als gerade. Bitte. Bitte reiche. Oh. Es geht mir gerade so unglaublich auf den Keks. Es ist so warm. Es ist so warm und das Spiel nervt mich. Ich, oh Gott. Ach du Scheiße. Hört doch mal auf mit den Viechern. Warte, es hat auch Dragon Breath, oder? Mir egal, es ist down. Ach du Scheiße. Bitte benutzt Protect. Wow. Gut getauscht, Mi. Gut getauscht. Das gibt erstmal Schulterklopfer. Es benutzt kein... Oh, es benutzt kein Protect. ...51. Erdbeben. Lass mich raten, Erdbeben ist eine Attacke irgendwie mit Level 55, oder? Höchstwahrscheinlich. Ledibar. Ein leichter Overkill. Aber mir egal. Ich mochte Janma im Anime. Das war so schön. Janma, Janma, Janma. Wieso ist das kein Meme? Also Mudkip ist ein Meme geworden, aber nicht Janma. Die deutsche Version von Janma nicht. Janma, Janma. Hallo. Danke. Die Reaktion hier in dem Spiel ist manchmal echt unglaublich akkurat. Nicht. Was trägt Zulette für ein Item? Oh, Münzamulett, oder? Ja. Ich habe schon wieder vergessen, dass meine Pokémon ein Münzamulett tragen könnten, in der Theorie. Only the shows that can pass here. I shall pass! Oh Gott, du hast auch 5 Stück. Oh Gott. Alright, bringen wir es hinter uns.
3, 2, 1, Hypertrank. Predictable. Weißt du, was Bombe oder Donner? Ihr habt jeweils eine 30% Chance, sobald ich das richtig im Kopf habe, zu vergiften oder beziehungsweise zu paralysieren. Also ich wäre dem nicht abgeneigt. Sagen wir es mal. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das wird nicht ausreichen. Nein, es reicht nicht. Ach du Scheiße. Unnötiger Schaden ist unnötig. Oh, ich würde so gern drin bleiben. Ich hab doch Donner auf. Oh Gott. Gen 2 Battle. Und diesmal bin ich der Rivale und habe die richtigen Level dafür. Wow. Ich weiß, dass die Verteidigung von Impergator nicht schlecht ist, aber ich habe ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass es das übersteht. Moment, warte mal, das ist Spezialangriff. Wow. Noch beeindruckender. Autsch. Ach ja, es hat Grimasse benutzt. Deswegen sind wir so lahm. Porygon 2. Was hast du vor? Bitte Crit! Was? Alright. Bitte kein Crit! Haha! Oh Gott! Das ist ja lächerlich! Bitte Crit! Ist sowieso nicht nötig, von daher. Und falls jemand fragt, was ich hier mache, ich versuche gerade umgekehrte Psychologie. Hallo Amaldo! Hallo. Ich wäre nicht abgeneigt, dich ins Team zu nehmen. Was ist los? Warum schaut ihr mich alle so an? Nein, ich will Xolli nicht auswechseln, ne? Das war gerade verstörend, was ich in dem Stream gerade gesehen habe. Oh mein Gott, die Mimiken in Freitag der 13. sind ja schrecklicher als das Spiel selbst. So, gucken wir mal. Das kann ja auch drin bleiben und einmal angreifen. Eine Spezialverteidigung ist garbage, aber leider genug. Okay. Oh ja. Xolli ist ja down. Seufs. Ich habe gerade einen narkoleptischen Anfall. Beziehungsweise einen Epilep. Was? Du bekommst jetzt keine Boosts. Es hat nicht Protect benutzt. Du bekommst jetzt keine Boosts. Aber dafür Crit. Umgekehrte Psychologie. Jetzt würde der perfekte Zeitpunkt sein, um anzugreifen, was ich nicht tun werde. Ha! Fooled you! Fooled you! Das ist der Tag, an dem ich die Maschine besiegte. Wow, ein Boost in Init und schon ist er schneller. Fuck! Come on! Ich weiß. Gott. Ich weiß nicht, ob der Crit nötig war oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber wir hatten ihn, nur das zählt. Meine Güte. So, erstmal du.
Die Kämpfe sind doch recht anstrengend. Wir sind schon, glaube ich, länger in der Aufnahme, als ich eigentlich geplant hatte. Ich habe echt gedacht, so in einer halben Stunde bin ich hier durch. Ja, denkste. Da kommen noch ein paar Trainer. Aber egal. Dann ist diese Folge halt etwas länger. Mir wurscht. Wir bringen das jetzt hier zu Ende. Bye, have a great time. So, lass mich mal eben kurz die Karte in meinem Kopf abchecken. Wir sind da über uns angekommen. Wir haben rechts den Trainer geklatscht. Wir haben den Stein nach links bewegt, weswegen wir hier runtergekommen sind. Wir haben hier die beiden Trainer besiegt. Wir haben den Trainer unten besiegt, wo Lavados ist. Also können wir springen. Babum. Moment mal. Haben wir den Kollegen da übersehen? Fährt da jemand erstmal mit seinem Motorrad direkt an meinem Fenster vorbei? Wie auch immer er das geschafft hat. Da stehen eigentlich geparkte Autos und ein Bürgersteig zwischen, aber egal. So. Kollege. Kollege, haben wir dich hier stehen lassen? Haben wir. Hydropumpe werden Uberkill. Oh, wie gerne hätte ich noch einen Apollo. Mit Huge Power. Es war ein großer Fehler, Silhouette entwickeln zu lassen, aber egal. Hallo. Das wird nicht ausreichen, aber es wird gut Schaden machen. Ach Gott. Warte, gegen was wir hier kämpfen, ist ein Jongleur, ne? Der dürfte eigentlich keine Highlight-Items haben, nur Ast-Trainer haben die, soweit ich weiß. Zumindest in dieser Gen. Ich glaube, du kannst mir so wirklich gar nichts anhaben. Naja, gut, das war zu erwarten. Ja, du kannst mich langsamer machen, aber... Wobei... Hat das Vieh schon Finte in dieser Gen? Oder Pursuit? Ach, du Scheiße. Na gut. Zum Glück ist der Spezialangriff gab... Ach Gott, why? Warum jetzt auf einmal Silhouette? Das geht mir nicht auf die Nerven, das macht das Spiel schon... Was? Ich weiß, dass die Verteidigung garbage ist, aber ich habe nicht gedacht, dass ich das One-Hitte damit. All dieser Stress hier für nichts. You got me, you got that vollkommen right. Ich weiß übrigens gerade nicht, ob... Nee, kein Item. Okay, ich glaube nicht, dass die zusammenkämpfen, aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher zu 100%. Von daher, will ich mal... Wobei, wir können auch Silhouette und Schicker vorne lassen, das passt schon. Gucken wir doch mal. Nee, die kämpfen einzeln. Oder? Nee, die kämpfen zusammen. Hat das Forstelka seine eigene Jacke im Mund? Das sieht so komisch aus. Eigentlich kann Forstelka uns am wenigsten. Von daher volle Kanne. Auf Electek. Wunderbar.
Warum? Warum, Silhouette? Da! Wobei die Angriffswerte sind grottig, aber halt eine garantierte Paralyse. Naja. Boah, ich hab hier voll die Panik! Alles klar. Cool. Oh, Safeguard, schade. Ich dachte, das wäre noch ein cooler Angriff. Ich glaube aber jetzt nach Bodyguard lernt Chica nichts mehr. Zumindest nicht so, zumindest nicht in dieser Gen. Und Entschuldigung, aber ich musste mich gerade richtig hinsetzen. So. Wir sind fast draußen. Nur noch ein Trainer steht zwischen uns und dem Ausgang. Und ich schätze mal, wir werden mit Hel da ganz einfach durchgehen können. Geben wir doch noch eben das Münzamulett. Das dürfte eigentlich funktionieren. War in der ersten Gen nicht hier ein Item? Naja, ich werde vorsichtshalber trotzdem zumindest nochmal Chica. Wobei, ja, wir haben Xolli nicht. Wir haben Xolli gerade nicht. Ach komm, wenn wir schon mal haben, dann können wir auch Silhouette eben heilen. Was? I teach you Double Edge. Okay, es können in der Theorie alle lernen. Was für ein Angriff ist es wirklich jetzt? Protzer. Und du bist kein Trainer. Thank you. Ich bin da mal raus. Oh Gott. Und es gibt hier noch ein Item mindestens. In irgendeiner dieser Sackkassen ist noch ein unsichtbares Item mindestens. Ich glaube da oben links. Ah, hier auch. Okay. Wir sind da, Leute. Die Pokémon-Liga. Moemon-Liga. Okay, ich wollte nicht fragen, ich werde trotzdem fragen. Aufgepasst. Ich will dieses Team hier behalten. Aber. Ich weiß nicht, es ist vielleicht ein bisschen fishy, aber. Soll ich Xolli jetzt doch noch in der Pokémon-Liga, Moemon-Liga, soll ich sie da noch rauslassen? Soll ich ein anderes Moemon nochmal ins Team nehmen? Soll ich vielleicht allgemein noch irgendwie was austauschen? Also, ich richte mich jetzt da ganz nach euch. Wenn ihr sagt, alles okay, nimm Xolli mit. Nehme ich Xolli höchstwahrscheinlich mit, zu 99,9%. Wenn ihr sagt, nimm Xolli nicht mit, akzeptiere ich das auch, weil es ist immerhin in der Siegestraße draufgegangen und es wäre jetzt schon so ein bisschen cheap, oder... Ich weiß nicht. Ich hab's zwar so in der Regel stehen, aber trotzdem. Könnt ihr entscheiden. Soll ich vielleicht noch auf den letzten Drücker einen Moemon austauschen? Könnt ihr euch ja mal überlegen. Genug Auswahl haben wir auf jeden Fall. Genug Moemon, die ich auch gerne mitnehmen würde. Aber ja. Lasst mal eure konstruktive Meinung raus und dann ist die nächste große Herausforderung die Moemon-Liga. Wir werden keine Ahnung haben, was uns erwartet.
Ich habe keine Ahnung, was uns entgegengeworfen wird. Ihr habt keine Ahnung. Es wird alles völlig unvorbereitet. Nicht ganz, aber völlig... Ja, wie man es halt so schön sagt. Ein paar letzte Worte noch. Ja, und zwar... Wie Starwolf als einziger Kommentar geschrieben hat, ich werde es dann so machen. Ich trainiere bis Level 57. Nicht höher, nicht weniger. Werde noch TMs verteilen, sobald das Team wirklich so feststeht. Ich werde mich mit Items eindecken. Und. Also ich werde das hier alles vorbereiten. Und ich schätze jetzt einfach mal, es wird dann entweder ein Riesenpart mit der gesamten Moemon-Liga. Oder ich mache vor Siegfried oder vorm Rivalen einen Schnitt. Ich weiß es noch nicht, wie genau ich das machen will. Aber es wird groß. Wir nähern uns dem Ende. Ich bin erleichtert und ich bin ein wenig traurig. Aber alles Gute geht irgendwann zu Ende. So, damit gehen wir nochmal vor das Gebäude. So, also, dann sagt mir Bescheid, wie ich das machen soll. Ich halte mich da an euch und wir sehen uns im nächsten Part wieder dann. Bis denn. Baba! Freut euch! Ich freue mich!